Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Building-Folge in Wisdom hier bei Sofa Gaming. Ja, wir sind weiterhin Jo, alleine. Wäre jetzt euer Einsatz gewesen, Ja, hätte ich nichts zu ich sagen, hab doch hier, hallo. wir sind weiterhin Ja, alleine. wir legen uns gerade ins Bettchen. Warum kann ich Das nicht spricht sprechen? ihr Hallo? Glaube, Nicht, es oder wird was? schon hell, oder? Wird schon hell? Ich hatte das eben auch, dass es kurz gedauert hat irgendwie. Ja, so. Wakey wakey. Okay. Also, Dann wo gehe ist denn ich jetzt? Ich wieder will mal kurz in Holz den und so. Keller. Keller ist Hast du jetzt. gesehen, wo die Kiste steht? Folge einfach Nee, der guck ich mir. Treppe. Links von den Öfen, bitte. Gucken dann. Also, Jetzt du willst los. jetzt hier ganz unten, hier, hier. Da, wo die Treppe runtergeht, wo der Keller halt ist. Bin ich blind? Also, bei mir geht's nur ganz runter, wo auch die Edelsteinfarm oder also so zu den. Noch eine zweite Guck Treppe? mal. Ich hab, sehe Nur nur eine die. Treppe. Ja, richtig. Wo im Himmelswillen bist du? Hier. Ja, genau. Das ist unser Keller Ach, hier. hier unten. Ja, das Das ist ja die Frage. Also hier ist der ist Keller. unser Keller, Okay. den ich gerade schon abgesteckt habe mit den Fackeln an den roten Grenzen. Ah, okay, gut. Ja, meine Frage war Das nämlich, ist der ob Keller. der Keller so gesehen an die an den Fußboden anschließt. Nein, um Aber Himmels Willen das. nicht. Wir werden Platz brauchen. Ich muss irgendwo unsere Bäume anbauen. Das können wir nicht draußen machen, dafür haben wir zu wenig Platz. Also unser Garten wird irgendwann nach hier unten wandern müssen. Ja, Ja, gut. solange wir keine Duelle gewinnen, das ist natürlich ein bisschen blöde. Das wird ein bisschen dauern. Also von daher, wie gesagt, ein Teil muss halt oben drauf. Ihr könnt euch ja schon mal Gedanken machen, wo unsere Hühnerfarm hin soll, die wir brauchen. Weil Auch in den Keller? in der nächsten aktiven Aufnahme wird nämlich einer von euch glücklichen Hühner besorgen dürfen. Stille. Keiner will's machen. Genau. Niemand. Die werden uns schon irgendwie Niemand. zulaufen. Das glaube ich nicht. Wie hoch dieser Baum ist, das ist aber gut. Ich brauche ja hier das Holz. Wie sieht unser Holz, unser Haus aus mittlerweile? Oben. Ja, Es ist ich. total kaputt. Sieht voll scheiße aus. Björn hat's kaputt gemacht. Ich bin Soll ich dabei. nicht kaputt machen? Er soll es optimieren. Ich bin dabei. Wie der Sachen kaputt macht, bin ich, weil ich Sachen abbaue. Oh, hier ist ein schönes Holz. Das? Wollen wir mal mitnehmen. Jungle Wood. Was Ja, war das nochmal? glaube ich, Alles das mitbringen. normale. Nee, Jungle Wood ist was anderes. Das heißt tatsächlich Jungle Wood. Problem ist einfach, also ich werde die Decke nicht fertig bekommen mit den Holzressourcen, die ich habe momentan. Halt Du kannst auch noch mehr Dinger. nachpflanzen, ne? Also, falls Ja, du. Ich habe ich. jede Menge in die linke Kiste reingepackt. What the fuck, was macht der eine Grasblock da oben? Also normalerweise bauen die sich ja. Ah, jetzt ist er weg. In dem Moment, in dem ich sage, Grasblock. ja, da war noch Ich hoffe, du ein Ding meinst von der. Blätter und kein Gras. Würde mir Ja. Sorgen machen, wenn da auf den Bäumen plötzlich Blätter. Gras wächst, Mann. What the fuck? Blätter, Gras. Fast Alles dasselbe, sagst du? dasselbe. Ja, auf jeden Fall. Welches Holz ist denn das, was wir vorm Haus haben? Ist das nicht auch? Ja, das ist doch auch awkward. Hatte ich awkward? Bin ich bescheuert? Weiß nicht, was du da verbaust. Ich gerade nicht weiß, was ich verbaut. Du hast nicht awkward, du hattest irgendwas mit F. Ah ne, awkward ist hier das Normale. Ja, stimmt. Was haben wir Awkward hier hatten wir, noch? glaube ich, vorher. Irgendwas mit F hieß das, was du Ja, da am warte, was Bauen war das warst. hier? Spruce Wood war's. Ja. Ja. Zwar nicht mit F, aber. Aber fast. Ja, also vom Sprechen her kommt man es jetzt schon mal. Irgendwie sowas ist mir hängen geblieben. So, Ist nicht immerhin Spruce, oder? der Grundrahmen unseres Kellers ist gleich Nein, das ist auch shit. gesteckt. Ist schon mal gut. Da wir keine Pflanzen so anbauen dürfen, kann ich immerhin zumindest vielleicht noch die Erde verlegen, wenn wir noch oben Erde haben. Ich möchte bunte Schäfchen für unser Haus. Brauchen keine Schafe. Aber die Und sind voll Hunde. süß. Sie sind hier in allen möglichen Farben am rumwatscheln. Wir Die hatte brauchen ich Hunde, doch. die wir opfern. Den die Zunge rausschneiden. Seriously, wirklich? Ernsthaft? Das machen Ja, wir? das ist Sind kein wir so Scherz, drauf? das werden wir machen. Und Fledermäuse werden wir auch misshandeln.
Deswegen wäre es echt ganz cool, wenn hier in der Höhle sich welche ansiedeln. Entschuldigung. Ja, erstmal sterben, sagst hust, du? Hust. Ja, das war nur normales Husten. So. Dann dürfen wir auch nichts, ne? Na gut, dann ist egal. Ich hab nur Essen, also. What the fuck, warum fehlt hier ein Baumblock? Also da ein Stück vom Baumstamm fehlte da einfach. Ja, okay. Aber das ist nur awkward, das brauche ich nicht. Das ist alles awkward hier, das ist doch Mist. Das ist schon wieder ein Baum auf unserer. Ich muss mal gucken, ich habe mir nicht gemerkt, ich suche die ganze schon. Wie sah dieser fucking Baum nochmal aus? Oh Mann, wenn meine nächste Hacke schon wieder kaputt ist. Ich habe ganz viele Steinhacken. Ja? Ja. Hol mir mal welche ab davon. Ja, die habe ich alle aus Versehen gemacht. Achso, ich habe auch ganz viele in der Truhe, glaube ich. Also für meine Vorhaben da unten ist das gar nicht so schlecht. Ich droppe sie dir gleich einfach mal alle. Jetzt habe ich hier Darkwood, so ganz dunkles Holz, auch nicht. Was ist das für andere Sachen von mir? Brauche ich die? Weiß ich nicht. Spruce brauchst du bestimmt. Spruce brauche ich auf jeden Fall. Ja, habe ich dir gegeben. Das ist gut. Nice, ja, das ist super. Noch eine Leather. What the fuck, was soll ich damit? Weiß ich nicht, kannst du wegsortieren oder so? Ja, danke, das war's. Hast du was zu tun? Kannst du dich auch mal beteiligen? Du musst jetzt halt hier unten erstmal den Scheiß abbauen. Nein, du sollst da nicht in den Block. Also ich versuche möglichst hier unten das komplett freizulegen, dass wir hier tatsächlich ausgewachsene Bäume unterkriegen, ne? Ja. Das wird ja, denke ich mal, der Plan sein. Das heißt, wir bauen jetzt hier erstmal irgendwelchen Shit ab. Ich hoffe, dass ich tatsächlich einfach eine gerade Fläche unten hin. Ja, das sagst du so. Aber ich probiere es. Nice, es fehlt ein Holz. Ja. Mir die Decke fertig. Ich habe übrigens Eisengitter irgendwo auch oben reingelegt. Wollen wir die als Fenster nehmen? Ja. Glaube ich in der Safe-Truhe. Gucke ich mir mal eben an. Aber erstmal muss ich hier. Also ich glaube, ein oder zwei brauchen wir später noch, aber Eisen sollten wir bis dahin dann eh irgendwann mal genug haben. Mal schauen, dass ich hier Sachen unterbekomme. Wo hattest du die Truhe? Wo war die andere Truhe? Ach, da hinten. In der Safe-Truhe sind die Dinger drin. Nee, ich meinte die Grüne gesetzt hatte. Die war ganz links von den Öfen. Ja, ich sehe es. Hier zeuglos werden. Also ich habe da jetzt alles an Holz, was wir noch in den anderen Truhen hatten, erstmal reinsortiert. Viel Holz haben wir echt noch nicht gefahren. Ne, wir brauchen auch noch viel, wenn wir da den Scheiß weiterbauen wollen. Aber in der Tat, ist die Idee mit verschiedenen Holzfarben für den Fußboden ist, glaube ich, cool. Also halt für jedes Stockwerk oder jeden Turm oder wie wir es später auch mal oben gestalten wollen, könnte, glaube ich, ganz geil werden. Also ich will auf jeden Fall zwei normale Stockwerke erstmal haben. Ja, hau rein. Also wenn du Cobblestone brauchst, kannst du hier bedienen. Ja, ich muss gerade erstmal brennen, den Cobblestone. Dann haben wir mehr als genug Öfen, denke ich. Ja. Wachsen Bäume eigentlich ganz normal hier wieder nach, wenn man die abbaut? Du musst diese Saplings setzen, die da droppen aus den Blättern. Ah, okay. Also nicht, dass ich hier jetzt irgendwie super viel abholze und dann... Ja, sitzt einfach hier immer, von jedem Baum, den du abholst, sitzt ein Sapling wieder hin. Den Rest kannst du mitbringen. 2, 3. 4 hoch hatten wir das, oder? Also, dass man sogar, dass man springen kann im Raum. Ja, das war der Plan. Wie gesagt, unser Haus wird wahrscheinlich sich sowieso noch im Laufe der Zeit massiv verändern, aber dafür haben wir die Building-Folgen immer, die wahrscheinlich auch ausnutzen werden, denke ich. Björn, haben wir noch Erde oben? Ja. Müsste eigentlich noch da sein. Können wir gerade abholen. Tausche die gerne gegen Cobblestone. Kannst du in die Öfen legen. Ich habe, glaube ich, Erde müsste wenn in den Truhen sein, musst du mal gucken. Hier schon mal nicht. Hier auch nicht. So viel dazu. Also eigentlich müsste irgendwo was noch da sein. 19 Erde. Wo war die neue Truhe, die wir haben? Neben den Öfen. Ja, da ist auch keine Erde drin. Brauchst du denn Erde, sonst
Ja, schon. Moment, ich bringe welche mit. Also ich mache halt den Kellerboden. Nein, Schäfchen. Momentan erstmal mit Erde. Schäfchen, nicht hier zu mir laufen. Das ist wieder zwei Bäume. Dann kann ich noch eben unsere Treppe auf jeden Fall auch fertig machen. Ich glaube, es wird langsam wieder dunkel, wenn ihr euch gleich eben mal ins Bett legen wollt. Ja, kann ich gerade machen. Reichte da jetzt eine oder mussten das zwei machen? Ich glaube zwei. Wie Dörf brauchst du? Nee, geht keine noch Ahnung, sie können nur wirklich. Also bring einfach mal zwei Stacks oder so, kannst du einpacken. Das passt halt. Ah ja. Oh, es wird dunkel. Ja? Ja. Ich jetzt kurz oben. Schön ist bei uns teilweise tropft unserer Kellerdecke das Wasser runter. Ja, also ich lieg im Bett. Perfekt. Moment. Nix, Moment! Ich hab Angst! Ich werde ja, nicht sterben, ich muss ja, noch zum Bett hinkommen, deswegen Moment. So, ja, ist wieder her. Klappen. So. Wir können uns mit Witchcraft uns später ziemlich coole Sachen geben, dass wir so Buffs bekommen, wenn wir schlafen, irgendwie schneller buddeln und so ein Scheiß. Also es wird halt im Kampf jetzt nicht besonders stark sein am Anfang, also wahrscheinlich eigentlich nie, also außer dass wir Stuff beschwören können. Aber so Potions und so ein Scheiß können wir ganz gut machen, damit wir vielleicht auch die anderen dann supporten können. Müssen wir mal gucken. Wir werden wahrscheinlich den besten Garten von allen haben. Dem, was ich so bisher aus meinen Singleplayer-Experimenten festgestellt habe. Ein Utopia. Ja, das einzige Problem ist nur, wir brauchen ungefähr so das Sechsfache an Größe von dem, was wir momentan an Bauplatz zur Verfügung haben. Das ist der einzige Nachteil. Man muss auch Ziele im Leben haben. Ja. Also die nächsten 200 Folgen sind hiermit ambitioniert gesetzt. Möchte ich es mal nennen? Nein. Oh, scheiße, jetzt habe ich hier Holz geplantet. Holz planten, ich will hier Erde planten. Ja. So. Was sagt die Zeit? Wie viel haben wir noch? 7 Minuten haben wir noch. Alter, ich krieg nichts geschissen hier in der Zeit. Ich auch nicht. Ich finde, weiß nicht, jetzt bin ich hier gerade nur am Matsch abfarmen. Aber ich habe gleich zwei Stacks zusammen. Ja, okay, das reicht auch noch erstmal, danke. Egal, Building-Folgen können wir ja theoretisch aufnehmen, wann wir wollen, von daher. Alles noch safe. Ja, nur ich hätte gern schon so viel Platz geschaffen, dass wir beim nächsten Mal dann auch hier mit unserer Garten-Baumproduktion quasi anfangen können. Momentan. Ja, wobei doch so 2-3 Bäume kriegen wir, glaube ich, hier unter. Ich hoffe, es wundert sich keiner, warum hier mitten im Wald ein riesengroßes Matschloch ist. So, das Crafting Bench. Mal hier hin. Aber wie hatten wir denn unten die Fenster? So haben wir die. Okay. Problem ist auch, ich habe mir nicht gemerkt, wie dieses Holz, was du brauchst, Björn, aussieht optisch. Deswegen habe ich keine dunkler. Ahnung. Das Spruce-Wood gibt es eh nur in der Taiga. Also da muss Schnee liegen. Irgendwo anders. Ja, weil ich habe sie anscheinend schon mal irgendwann gefunden. Deswegen. Ich habe davon auch schon mal relativ viel mitgebracht. Also. Ich komme jetzt einfach erst zurück und bringe den Matsch. Genau. Lila Schäfchen. Also solche Leuchteblümchen durften wir auch irgendwie aufstellen, ne? Die galten ja auch wie Fackeln, oder? Wenn du die irgendwo hinstellen möchtest, damit es schön aussieht, dann ja. Ja. Ich habe keine Ahnung, wofür die sind, wenn ich ehrlich bin. Ich auf jeden Fall ein großer Fan von. Der steht da mal dran, welche Mod das reinbringt. Das ist wirklich echt ein bisschen das Problem, gerade wenn ich irgendwie in der nächsten Building-Folge farmen gehe. Gut, bis zur nächsten Building-Folge werden wir noch ein bisschen mehr wissen, aber momentan wüsste ich zum Teil gar nicht, ob irgendwas tatsächlich du weißt, für uns in deiner nächsten normalen Folge auf jeden Fall sehr genau was zu tun hast. Da kriegst du nämlich einen Plan mit von mir, eine Einkaufsliste. Gott, haben wir noch mehr Cobblestone? What the fuck ist das? Ghostwood? Okay. Ja.
Müsste so weiß sein, oder? Ja. Oder ist das dieses Dunkle? Also es gibt ist so ziemlich weiß. Geile Wood-Sorten auf jeden Fall. So leicht weiß. Was Schönes raus. Das kann ja jeder von uns später sein eigenes Stockwerk haben oder so. Ja, so ein richtig schönes Dampfchen. Hey, da haben wir noch normalen Stone, das ist sehr gut. Oder irgendwelche Mädchenfarben. Ich such dir lila Holz. Sabrina, bitte nicht für mich, ja? Yeah. Ja! Ich möchte bitte kein lila Holz in meinem Zimmer dann. Hier ist übrigens voll der coole Regenbogenbaum, wo ich gerade war. Ein Regenbogenbaum? Ja, der hat Regenbogenblätter in allen möglichen Farben. Der LSD-Wald. Vielleicht, wenn ich eine Diamanthacke haben möchte. Ja. Ganz schön scheiße hier unten gerade mit der Buddelei. Du kannst mal gucken kommen, was ich bisher geschafft habe, wenn du magst. Ich brenne gerade noch ein bisschen. Oder wenn wir uns gleich dem Ende nähern. Ja, wir nähern uns langsam dem Ende. Von daher. Naja, ich bin noch 300 Meter. Ich komme einfach mal runter. Ich habe immer noch keinen Waypoint gesetzt. Das mache ich jetzt gerade einfach mal. Ich auch noch nicht. Das könnt ihr genau Waypoints, richtig. Es gibt aber Waypoint. Auch. Da hinten ist ein Enderman. Home. Dann. Lass mal den Enderman kurz klatschen, bitte. Es gibt übrigens auch ein Bild, wo die Koords für das die Magierstadt und für die Mitte stehen. Ist weg. Bleibt er irgendwo hier? Kommt er zurück? Er stirbt irgendwo, keine Ahnung. Ja, Sabrina, egal. Das ist ganz interessant, was du so erzählst. Ja, wir müssen die Viecher töten, die in unserem Keller wohnen. Haben wir. Du hast uns von Endermännern von den Koordinaten erzählt, wo alles andere ist, ja. Ihr habt zugehört. Ja, nur ich weil es ja auch wichtig ist für die Magier-Duelle, dass ihr wisst, bei welchen Koordinaten die Magierstadt ist. Töte es. Junge, ich bin nur so ein Gammelschwert. Der kommt ab und zu und dann geht er wieder. Keine Ahnung, er ist wieder weg jetzt. Aber du siehst, was ich hier vorhabe im Keller, oder? Ja, schön Erde ausbauen. Ich hoffe, das ist tatsächlich jetzt nicht... Enderman wo? Von mir. Ja, solange der dich nicht angreift, sind die eigentlich scheißegal, habe ich ja, festgestellt. Ja, ich musste nur gerade auf den Boden gucken und sowas. Das hat ein bisschen gestört. Nein, die reagieren nicht mehr auf Gucken in der Mod. Echt nicht? Nein. Du musst die angreifen oder durch sie durchlaufen, dann machen sie dir Schaden, sonst ist denen das scheißegal, dass du da bist. Ja, weil die werfen manchmal, hämmern die dich ja runter und bumsen dich einfach mal so an und so ein Kram. Ja, genau. Warte mal. Also wir können natürlich das hier beliebig nach unten dann erweitern mit dem Keller, ne? Jo. Dein Dirt-Krams liegt übrigens auf dem Boden. Bei Nancy okay. Auf dem Dach da ist ein Endermann. Also da liegt noch was auf dem Boden, Dennis. Danke. Wo ist er jetzt hin? Ich weiß es nicht. Lass doch den Enderman in Ruhe, der hat doch nichts mit dem Baum hier zu tun. Nein, jetzt sind meine Steine wieder alle. Der hat dir nichts getan. Sagst du. Wir brauchen einfach so viele Steine. Wobei, gleich habe ich eigentlich alles. Vielleicht den ersten Chunk fertig, immerhin. Wäre schon mal gar nicht so schlecht. Keine Ahnung, was ich da alles für Holz jetzt mitgebracht habe, aber... Einfach irgendwo ups, rein. Falsche. Ja, ich pack's da rein, wo das andere Holz auch immer drin war. Aber ich glaube nichts davon, was du haben wolltest. Oh, schon voll die Kiste. Brauch neue. Warum sind da Flower und sowas drin? Weil da ich den Scheiß nicht brauchte. Ja, aber da ist ja Holztruhe. Ja, das hätte ich mir schon gedacht. Geht schon mal gut los, die Ordnung hier über die Eingang. So. Ich habe noch so viel Holz, Zeit? Was rein muss. Ja, eine Minute haben wir noch. Ah, eine Minute! Ich brauche noch. Wo ist das Holz, womit ich bauen kann? Wo ist unser. Ist denn das Holz, was du abgebaut hattest, Björn? Verbaut? Verbaut? Meist habe ich verbaut, ja. Nee, hier ist es doch, das Oakwood. Also, das habe ich wenn doch besucht. Wenn wir nächstes Mal weitermachen, können wir immerhin schon was anpflanzen hier. Deswegen hoffe ich, dass uns das keiner übel nimmt, dass wir irgendwie einen Garten vorbereitet haben. Ich bin der Meinung, das gehört zum Hausbau. Keller, Ausbau, keine Ahnung. Wir pflanzen nichts an, also von daher... Ja, dementsprechend wächst nichts und. Also ich hoffe es einfach mal. Relativ überzeugt. So, ja, dann würde ich sagen, sind wir mit unseren beiden Building-Folgen für gestern und heute am Ende angekommen. Wir bedanken uns fürs Zusehen und
Ja, ich wollte noch ganz kurz sagen. Ja, schnell. Große 5 Sekunden. Los. Drei, ja, ich bin dafür, dass wir dieses Dach noch höher machen. Fertig, tschüss. Alles klar, tschüss.